In diesem Video wiederholen wir, was dir das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren über die Größe des Winkels zwischen den Vektoren aussagt und was es bedeutet, wenn zwei Vektoren normal aufeinander stehen. Im Anschluss daran wirst du lernen, was die Normalvektorform und die allgemeine Form einer Geraden sind. Zum Skalarprodukt zwischen a und b. Wenn a mal b größer als 0 ist, dann wissen wir haben einen spitzen Winkel zwischen den beiden Vektoren. Wenn a mal b gleich 0 ist, haben wir 90 Grad zwischen den Vektoren. Und wenn a mal b kleiner als 0 ist, haben wir einen stumpfen Winkel. Und was heißt jetzt, sie stehen normal aufeinander? Na, das heißt genau, dass zwischen den Winkeln 90 Grad sind. Wir zeichnen ausgehend vom Punkt P gleich 3, 1 den Vektor n gleich 2, 1. X ist gleich xy ist ein beliebiger Punkt und px ist der Vektor von p nach x. Für welche Punkte x steht px normal auf den Vektor n? Vorher haben wir gerade gesagt, normal aufeinander stehen bedeutet 90 Grad. Deshalb habe ich jetzt hier einfach mal eine Gerade n gezeichnet, die 90 Grad auf n steht und einfach einen Vektor, einen Punkt x irgendwo gewählt. Und jetzt fragen wir uns, wann, für welche Punkte x ist die Gleichung n mal px gleich 0 erfüllt? N mal px gleich 0, darauf kommen wir deshalb, weil ja px auf n normal steht und wir wissen, wenn sie normal aufeinander stehen, ist das Skalarprodukt gleich 0. Wir können dann also einsetzen. Statt dem n setzen wir 2, 1 ein. Und px ist x minus 3 und y minus 1. Und wir wissen, das Ganze ist 0. Jetzt werden hier zwei Vektoren miteinander multipliziert. Das heißt, wir bekommen ein Skalarprodukt. Wir haben das ganz normal aufgelöst, 2 mal x minus 3 plus 1 mal y minus 1 ist gleich 0. Hier kannst du ganz normal die Klammern ausmultiplizieren, 2 mal x minus 2 mal 3 plus 1 mal y minus 1 mal 1 ist gleich 0. Hier ist ein kleiner Zwischenschritt ausgelassen worden. Bitte klicke das Video kurz auf Pause und versuche das nachzurechnen. Dann kommst du hoffentlich auf 2 mal x plus n mal y ist gleich 7. Das ist jetzt die allgemeine Form. Die erkennst du immer daran, indem x und y beide auf einer Seite stehen und auf der rechten Seite steht eine Zahl. Und vor x und y haben wir irgendwelche Koeffizienten. Also, allgemein hat die Gerade die Gleichung a mal x plus b mal y ist gleich c. Also das ist die allgemeine Form einer Gerade. Und das a und das b ist immer der Normalvektor der Geraden. Wenn du jetzt das an diesem Beispiel die anschaust, wir haben hier 2 und 1. Ne, das ist genau der Normalvektor, den wir gegeben haben. Und wenn wir das Ganze jetzt noch umformen, auf y ist gleich minus 2 mal x plus 7, dann hast du eine Gerade, die dich wahrscheinlich an eine lineare Funktion erinnert. Und das ist genau eine lineare Funktion von der Form k mal x plus d. Eine zweite Möglichkeit noch, wie du auf die allgemeine Form der Gerade kommst. Du nimmst dir wieder diese Formel her . Jetzt kannst du ausmultiplizieren. N mal x minus n mal p ist gleich 0. Das n mal p kannst du auf die andere Seite bringen.
Und jetzt haben wir eine Formel, die wahrscheinlich viele von euch in der Schule so gelernt haben. Und ich werde jetzt zeigen, dass wir hier genauso auf das Ergebnis kommen werden. Du nimmst jetzt nämlich einfach diese Formel her. Und dann kannst du einfach einsetzen. Wir wissen, der Normalvektor ist 2, 1. Das große x steht immer für xy, genauso wie bei der Parameterdarstellung. Dann haben wir wieder 2, 1. Und jetzt nehmen wir einfach einen Punkt der Gerade, also 3, 1. Das können wir ganz normal ausmultiplizieren. 2 mal x plus 1 mal y ist gleich 2 mal 3 plus 1. Also bekommen wir 2x plus y ist gleich 7. Und wenn wir jetzt das 7 auf die, das 2x auf die andere Seite bringen, haben wir auch 2x plus 7. Und hier ebenso die allgemeine Form der Gerade. Also merke dir, für die Normalvektordarstellung brauchst du einen Normalvektor und einen Punkt der Geraden.